Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video zu einer bekannten Thematik, nämlich wie ändere ich Verhaltensmuster. Da gibt es schon ein, zwei Videos zu, die ich am Ende dieses Videos auch nochmal kurz einblenden werde. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass in einer Gruppe was Interessantes entstanden ist, nämlich ein Bild zu dieser ganzen Thematik. Und ich fand dieses Bild so eingängig und irgendwie so nett. Also nachdem ich das Bild gemacht habe, war mir das viel, viel besser im Kopf, was man so beachten kann, dass ich dachte, ich setze das mal in ein Video um und ich will das auch in eine ganz andere Form bringen als sonst. Es soll ein bisschen lebendiger werden, ein bisschen unterhaltsamer, ich hoffe nicht nervig. Und ich verabschiede mich bildhaft an dieser Stelle und wünsche viel Spaß mit dem Video. Also, wenn man über das Ändern von Verhaltensmustern oder auch Denkmustern spricht, sollte man sich grundsätzlich darauf vorbereiten, dass das nicht einfach mal so geht, sondern dass es über Wiederholung, Misserfolge und Erfolge laufen wird. Es läuft ja bei mir immer wieder in die gleiche Richtung, also man muss das Muster erkennen, man muss es unterbrechen und man muss die Alternative benutzen. Und die Alternative sollte man dann halt auch geübt haben. Und wenn man das Ganze 100 Mal vielleicht gemacht hat oder manchmal sagen, gibt es auch so diese Größe 3 Monate durchgehalten hat, dann funktioniert das auch immer besser mit dem Verhaltensmuster, mit dem neuen, ja, dass man gegen das alte Muster ankommt. Und naja, eine andere Möglichkeit, auf die Notwendigkeit der Wiederholung und dass es auch okay ist, Fehler zu machen, um darauf hinzuweisen, es gibt im Karate den Spruch, man muss eine Technik mit einem gesamten Dorf geübt haben, um sie wirklich anwenden zu können, und das bedeutet so 10.000 Mal. Ich hoffe, das ist dann im Einzelfall für diejenigen, die das hier umsetzen wollen, nicht nötig, aber man sollte sich schon eingestehen und auch zugestehen, dass man Fehler macht und dass man wiederholen darf und auch muss. So, und ganz grundsätzlich, geh jetzt los hier, du Maschine. Haben wir irgendwas, einen Auslöser, der uns in unser Muster typischerweise reinbringt. Ja, das haben wir jetzt einfach mal hier mit dem X gekennzeichnet. Und das führt über einen ganz kurzen Zeitraum typischerweise zu einer Reaktion, die wir ändern wollen. Also das X haben wir typischerweise wenig im Einfluss, aber das Y, das ist das, was wir ändern wollen. Das soll nämlich ein neues Verhalten werden, ein neues Muster, das ist nämlich das Z. So. Und ganz grundsätzlich ist so dieser Zeitraum, den wir zwischen X und Y haben, wirklich maßgebend, ob wir es schaffen, unser Verhalten zu ändern oder nicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel immer, wenn das Kind schreit, selber schreie und das geschieht innerhalb von Millisekunden, dann habe ich wenig Chance zu sagen, so, ich gehe in so einem Moment mal aus dem Zimmer oder ich rede ruhig mit dem Kind oder wie auch immer das Alternativverhalten hier unten aussehen soll. Also das hier müsste ich erstmal versuchen zu verlängern. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man Spannungsregulation durchführt, indem man einmal durchatmet, indem man einen gewissen Zeitpuffer einbaut, so bis 10 zählt oder bis 3 oder was auch immer, indem man eine Situation verlässt oder auch allgemein, indem man dafür sorgt, dass man einigermaßen stabil in seinem Leben steht. Also je besser man für sich sorgt, je regelmäßiger man für sich sorgt, desto größer ist dieser Zeitraum typischerweise auch. Ja, das heißt also sowas wie regelmäßig trinken und so, einigermaßen geschlafen haben und so weiter und so fort. Je besser das gelaufen ist, desto größer ist der Zeitraum hier, dann hat man keine so kurze Lunte und man schafft es eher, hier abzubiegen und zu sagen, so, ich gehe hier rüber und schaffe sozusagen das neue Verhalten anzuwenden. Dafür ist es ganz sinnvoll, das hier geübt zu haben, hatte ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Möglicherweise kann man das auch vorbereiten, ja, indem ich mir zum Beispiel gewisse Sätze zurechtlege, die ich dann zum Kind sage oder wie auch immer. Ja, das könnte auch noch was sein, was ganz hilfreich ist. Und was sonst noch eine Rolle spielt, immer wieder, beziehungsweise, da komme ich jetzt gleich noch zu, möglicherweise kann man das Verhalten, was man hier ändern will, auch unwahrscheinlicher machen.
mit dem Kinderbeispiel fällt mir das jetzt spontan nicht ein, aber wenn man zum Beispiel das Problemverhalten Alkohol hat, dass man immer, wenn Stress gibt, ordentlich säuft, könnte man hier zum Beispiel dafür sorgen, dass man gar keinen Alkohol im Haus hat. Ja, dann müsste man nämlich zumindest noch losfahren, loslaufen und sich welchen kaufen. Losfahren ist ja wunderbar. Und wenn man den nicht im Haus hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal geringer, dass man dieses störende Verhalten überhaupt einsetzt. So. Was man sonst noch übersieht, ist, dass es häufig eine Vorgeschichte gibt, dass vor dem auslösenden Ereignis, das meckernde Kind meinetwegen, schon einen stressigen Arbeitstag gegeben hat oder auch den Konflikt mit dem Ehepartner. Und wenn man hier nicht irgendwie geguckt hat, dass man einigermaßen runterkommt, ist man natürlich, wenn die Situation eintritt, schnell bei dem Verhalten, was man ändern will. Das automatische Verhalten, das Muster, da fupp, geht's darüber, das wollen wir nicht. Das ist sozusagen das Theoretische, was immer wieder genannt wird, wenn ich das mache, dass man sozusagen das hier achtsam bemerkt und hier sozusagen abbiegt. Ne, dass man an der Stelle sagt, halt, da ist es wieder, da ist das Muster, ich will den neuen Weg, flumps, da will ich runter. Und dafür ist es notwendig, das hier zu vergrößern. Das ist sozusagen die Theorie an der Stelle, wie ich ein Verhaltensmuster oder ein Denkmuster versuche zu ändern. In der Gruppe, und das war sozusagen der Stein des Anstoßes für das Bild, wurde dann aber gesagt, ja, ich möchte mich ja zu diesem neuen Verhalten motivieren, aber da ist häufig so ein blöder Widerstand. So dieser innere Schweinehund oder ne, dieser Widerwille, irgendwas Bestimmtes zu tun. Und ich denke, das ist gerade dann, wenn man etwas Neues machen will, wenn man sich überwinden will, dann kennen wir das alle, dass da dieses blöde Dingensbummens ist. Und damit will ich gerne gleich arbeiten. Da wird gleich das schöne neue Bild entstehen. Bevor das kommt, noch zwei kurze Beispiele. Ich habe mir das alles hier aufgeschrieben, deswegen hört man es jetzt mal kurz knistern. Hier an der Stelle werde ich gebeten, mich um mein Kind zu kümmern, dass ich das ein bisschen mehr machen soll. Was passiert mir? Ich höre da einen Vorwurf, ich bin ein schlechter Vater und ziehe mich zurück. So, das ist das, was ich nicht mehr haben will. Was mache ich stattdessen? Ich atme an der Stelle durch und denke mir, aha, das ist doch wieder diese Situation, wo ich immer so blöd reagiere. Ich balle ihm kurz eine Faust und entspanne sie. Dann sage ich mir, ah, ich glaube, mein Partner ist momentan, da bin ich hier schon auf dem Weg, auch gestresst. Der sagt gar nicht, du bist ein schlechter Vater. Der will jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe haben. Ich werde jetzt kurz meinen Kaffee trinken und dann tatsächlich mit dem Kind spazieren gehen. Ne? Das mache ich sowieso ganz gerne. Und das sage ich meinem Partner jetzt auch. Also ich komme hier weg. Das wäre der Rückzug gewesen und gehe hier diesen neuen Weg. Vorher aber ne, bemerken und mal kurz entspannen. Und was ich vorher auch noch bemerkt habe, ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag. Ich hätte vielleicht auf dem Weg nach Hause eine Pause machen können. Dann wäre das noch ein bisschen einfacher umzusetzen. Zweites Beispiel. Ich versuche eine Geschichte zu schreiben, aber heute will mir kein Satz einfallen. Das ist das, was mich nervt. So, am liebsten würde ich das Geschriebene, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, löschen. Mache ich nicht. Ich brauche hier erstmal ein bisschen Zeit ein. Ich stehe auf, ich mache das Fenster auf, ich gehe in die Küche, koche mir einen Tee. So, und dann will ich mein, statt ich lösche das mal kurz, ein Alternativverhalten einsetzen. Ich nehme mir einen Block, setze mich auf den Balkon. Vielleicht mache ich mir da ein paar Stichpunkte, wie es in der Geschichte weitergehen könnte. Ich könnte aber auch darüber nachdenken, was mir in anderen Geschichten gefällt. Und dann sozusagen ein bisschen klauen. So, das wäre jetzt also, ich hoffe, das ist jetzt genug hier zu diesem komischen Beispiel. Zu dieser, wie sagt man das denn hier, Darstellung, wie ändere ich eigentlich ein Verhaltensmuster? Und jetzt wollen wir uns mit diesem blöden Widerstand beschäftigen, dass ich hier, wenn ich abbiege, auf den ich dann wahrscheinlich irgendwie zu einem gewissen Grad treffe. So, und was machen wir denn jetzt? No. So, das ist jetzt der Widerstand, den wir sehen, und das hier ist Dieter. Dieter möchte nämlich gerne ein neues Verhalten anwenden, aber so richtig trauen oder richtig klappen tut es bis jetzt noch nicht. Was kann Dieter jetzt machen, um über den Widerstand rüberzukommen? Zum einen wäre das ganz gut, wenn Dieter bestimmte Ziele und Visionen hat. Er sollte sich darüber klar sein, warum er eigentlich das machen will, was er machen will, wofür sich das lohnt und wie sich das im Idealfall anfühlen wird.
Beispiel, ich will alleine ins Museum gehen und habe nur im Kopf, naja, wenn ich ins Museum gehe, dann muss ich jetzt erstmal meine Klamotten finden, ne? Ich sitze sozusagen noch nackt in der leeren Badewanne, jetzt muss ich erstmal meine Klamotten finden, ich muss mich waschen, ich muss rausgehen. Dann sitze ich in der Straßenbahn, die ist miefig, ich habe meine Straßenbahnkarte verloren, da muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Dann kostet das Museum 6 Euro Eintritt und dann gucken mich die ganzen Leute an, warum ich da allein bin. Ich fühle mich total blöd und der Tag wird total mies. Also mit der Vorstellung werde ich ziemlich sicher nicht rausgehen. Dementsprechend sollte ich vielleicht eher sowas im Kopf haben. Wofür lohnt sich das eigentlich? Zum Beispiel, dass ich mir vorstelle, wie interessant das sein könnte und wie aufregend und neu das sein könnte, sowas mal allein zu machen. Was ich im Museum gerne habe, zum Beispiel, dass ich diese großen Räume eigentlich immer genießen kann. Das könnte was sein, dass es für mich ein lebendiges Bild wird, wirklich rauszugehen. Und vielleicht an der Stelle auch zu überlegen, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann wird mein Tag wahrscheinlich nicht besser. Auch das kann natürlich helfen. Also von daher, Ziele und Visionen können uns helfen, Widerstände zu überwinden. Das Zweite, was wir machen können, ist den Hügel zu verkleinern. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel Ansprüche senken könnte, Hindernisse abbauen, die Aufgabe vereinfachen bzw. Die Schwierigkeit senken. Vorhin war ja so das Beispiel, ich will schreiben und wenn ich regelmäßig schreiben will, könnte ich zum Beispiel sagen, ich mache das jetzt nicht jeden Tag, dass ich eine Stunde schreibe oder jeden Tag, dass ich 3 Seiten schreibe, sondern jeden Tag einen Satz. So. Oder wenn ich regelmäßig Yoga treiben will, dass ich mir die Yogamatte schon greifbar hinstelle. Dann ist sie zwar immer im Blickfeld und das ist vielleicht nicht so ganz toll, aber wenn ich die immer aus irgendeinem Schrank rauskramen muss, ist das schon ein Hindernis mehr. Das könnte ich aus dem Weg räumen. Wenn ich meine Wohnung aufräumen will, könnte ich sagen, okay, ich mache mir da Teilziele. Ich mache pro Tag einen Raum, dann ist das auch eher zu bewältigen. So, und da sind wir auch gleich beim Punkt. Teilziele setzen. Das ist eine schöne Sache. Wenn man so Etappen sozusagen baut, dann sind die eher zu meistern, man kann besser planen und man kann sich auch schon früher über die einzelnen Erfolge freuen. So, auf den Mount Everest, das, ich weiß nicht, warum Psychologen das machen, aber wir benutzen häufig so die Metapher von Bergen. Auf dem Mount Everest kommt man halt auch nur, indem man verschiedene Etappen bewältigt. Und das fängt natürlich schon lange, lange vor dem Aufstieg mit der Planung an. Ne? Also wer diese ganzen Himalaya-Dokus gesehen hat, weiß, es gibt da so Basiscamps und von einem Camp zum nächsten, bis man in der Todeszone dann ist und so weiter und so fort. So, wenn man zum Beispiel einen Verein besuchen will, dann kann man sich ja erstmal überlegen, was man machen will. Dann sucht man sich Angebote, dann schaut man sich an, welcher Verein ist in der Nähe, welcher Verein wirkt sympathisch, welcher Verein hat für mich die richtigen Zeiten und wie teuer ist das eigentlich. Ich mache dann sozusagen eine Vorauswahl. Wenn ich mir dann sozusagen den Verein meiner Wahl ausgesucht habe, dann gehe ich mal den Weg ab und dann mache ich vielleicht mal ein Probetraining oder ich schaue zu und dann fängt man an, regelmäßig hinzugehen. Also dann erst bin ich dabei, ein festes Mitglied zu werden. Ja, also von daher, das wären so einzelne Stufen, wo man sagt, okay, heute beschäftige ich mich alleine damit, mal zu suchen, welcher Verein könnte das eigentlich sein. Das wäre sozusagen der erste Schritt in die richtige Richtung, denn wenn man schon ein bisschen Momentum aufgenommen hat, dann bleibt man häufig in der Bewegung, das kommt gleich auch nochmal. Ansonsten Teilziele, wie gesagt, wenn man aufräumen will, pro Tag einen Raum ist viel eher zu bewältigen, da ist der Widerstand vielleicht gar nicht so hoch, als wenn man sagt, so, ich muss jetzt alles auf einmal machen. Das sind die Teilziele. Soweit so gut. Wenn ich über so einen Hügel rüber will, ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen trainiert zu haben. Das bedeutet immer wieder Verhaltensweisen oder auch Denkweisen üben, gerade wenn es nicht darauf ankommt. Zum Beispiel, wenn ich lernen will, kommunikativer zu sein, könnte ich, wenn ich im Supermarkt bin, immer einen zusätzlichen Satz mit der Kassiererin sprechen. So, dann kann ich ein bisschen gesprächiger werden und dann irgendwann auch, wenn ich auf eine Feier gehe und ich bin eher schüchtern, da auch etwas leichter in Gespräche reinzukommen. Oder wenn ich Probleme damit habe, auf mein Innenleben zuzugreifen, könnte ich mich täglich zweimal fragen, wie geht's mir eigentlich oder wie ist denn eigentlich gerade mein Spannungsniveau? Wenn ich das regelmäßig geübt habe, dann klappt das halt auch in den stressigen Momenten, wo es drauf ankommt. Ja? Also trainiert haben.
Anlauf ist auch überhaupt nicht schlecht. Gerade wenn man über so ein Hindernis rüberkommen will, ist Anlauf eine sehr wichtige Sache. Denn auch wenn man das nicht glauben mag, Aktivität erzeugt häufig zusätzlichen Antrieb. Wenn man auf der Couch sitzt und sich das gemütlich gemacht hat und hat keinen so richtigen Antrieb, da aufzustehen, das ist erstmal das Erste, was man tun sollte. Wenn ich zum Beispiel mich motivieren will, oder was heißt motivieren? Wenn ich den Antrieb dazu haben will, aufzuräumen, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich bringe jetzt einfach mal den Müll runter. Und dann gehe ich vielleicht auch gleich mal eine Runde um den Block. So, dann ist man schon aktiver und dann wird man auch eher bereit sein, die Aktivität fortzusetzen. Oder wenn man regelmäßig spazieren gehen will, dass man einfach anfängt zu sagen, so, ich gehe jetzt einfach ins Treppenhaus, ich gehe da einmal runter und dann schaue ich mal, was passiert. Wenn ich das Treppenhaus begangen habe, dann bin ich schon in einem gewissen Anlauf und dann gelingt es mir auch leichter, den Spaziergang fortzusetzen. Was sonst noch ganz nett sein kann, ist, wenn man einen gewissen Sog benutzen kann. Ja, so ein bisschen Antrieb. Zum Beispiel, wenn ich regelmäßig zum Sport gehen will, dass ich mich mit einer anderen Person verabrede, dann nutze ich sozusagen diesen Sog der Freundschaft, dass da schon jemand ist, diese soziale Verpflichtung, und dann mache ich das auch eher. Ich kann auch zum Beispiel bei YouTube ein Motivationsvideo schauen, um mich sozusagen ein bisschen, ja, mein inneres Feuer anzufachen, ja, dass ich da sozusagen da so ein bisschen einen Sog bekomme, dass ich über diesen Widerstand, ich muss aus der Wohnung rüberkommen. Dann haben wir natürlich das wunderbare Thema der Selbstverbalisation. Auch das kommt immer wieder in diesen Videos hier vor. Was sage ich mir eigentlich selbst? Mache ich mir eher Mut oder mache ich mich nieder? Zeige ich mir meine Erfolge auf oder reite ich nur auf den Misserfolgen herum? Spreche ich wie mit einem Freund oder eher mit einem Feind? Also das ist mit der Selbstverbalisation gemeint. Und wenn man über einen Widerstand rüberkommen will, ist es, glaube ich, ganz klar, man sollte sich eher positive Dinge sagen. Ansonsten macht man sich das Ganze madig und, naja, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht so lang. Zum Beispiel könnte ich mir sagen, ziemlich gut, dass du dich heute überwunden hast, bei der Versicherung anzurufen. Ja, und eher schlecht wäre, dass ich mir sage, Mann, du hast am Telefon wieder eine armselige Figur abgegeben. Ich könnte mir, wenn ich zu einem Klassentreffen gehen will, sagen, mit irgendwem wirst du schon Kontakt haben, das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn nicht, dann gibt es zumindest noch eine Rede oder ein Buffet, auf das ich mich konzentrieren kann. Den Widerstand eher erhöhen könnte ich natürlich, indem ich dann sage, naja, du wirst wieder wie der Depp außen vor sein. Also was ich mir selber sage, das wird einen ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, ob ich über den Widerstand rüberkomme oder nicht. Der Rucksack. Der Rucksack steht für die Vorbereitung. Zum Beispiel, wenn ich ein schwieriges Gespräch führen will, könnte ich mir vorher das Wichtigste schon mal notieren. Ich kann den Zettel auch mitnehmen. Im Bewerbungsgespräch beispielsweise ist es gar keine schlechte Idee, das zu machen. Im persönlichen Gespräch, wenn ich einen Konflikt gehabt habe, das nochmal klären will, ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man dann einen Zettel rausholt. Aber natürlich kann man das auch machen. Aber in dem Moment, wo man es vorbereitet, ist man eher in der Lage, das auch umzusetzen und kommt dann, glaube ich, auch, das gibt ja Sicherheit, kommt auch eher über diesen Widerstand rüber. Und wichtig kann auch sein, eine schöne Sonnenbrille zu haben. Das bedeutet an der Stelle, auf Schwierigkeiten gefasst zu sein, dass man da nicht ins Trudeln gerät, dass man trotzdem noch den Weg fortsetzen kann, weil Schwierigkeiten gibt es eigentlich ganz, ganz oft, wenn man über solche Widerstände rüberkommen will. Es ist ja nicht so, dass wenn man was ändert, dass plötzlich alles gut läuft. Ja? Wenn man sein Verhalten anfängt zu ändern, geht das halt häufig schief. Das heißt, wenn ich anfange, Sport zu treiben, kann das selbstverständlich anstrengend werden. Wenn ich in eine neue Gruppe komme, werde ich da wahrscheinlich erstmal ein wenig außen vor sein. Also darauf sollte ich gefasst sein, das sollte mich nicht so sehr aus dem Tritt bringen. Wenn ich sozusagen hier so einen Hügel hinauf marschiere, dann wird mir die Sonne möglicherweise entgegenscheinen und dementsprechend Sonnenbrille nicht vergessen. Und zum Schluss, auch nicht ganz unerheblich, Belohnung. Warum eigentlich nicht? Wenn ich mich angestrengt habe, wenn ich mich überwunden habe, darf ich mich danach
auch wenn das gut gewesen ist, was letztlich rausgekommen ist, ja, wenn ich zum Beispiel auf einer Feier, gewesen bin und es war gut, kann ich natürlich trotzdem nachher sagen, so, und jetzt mache ich mir noch einen leckeren Tee oder was auch immer da für mich selbst in Frage kommt. Also Belohnung darf man natürlich auch benutzen, um über Widerstände rüberzukommen. So, das ist sozusagen das schöne Bild. Ich finde es ganz gelungen. Ich finde, künstlerisch ist das hochwertvoll. Man sieht, wo meine Stärken liegen an der Stelle. So. Und das Ganze gerne auch nochmal an einem kurzen Beispiel. Das ist nämlich Dieter. Um Dieter soll es jetzt mal kurz gehen. Da ist er, Dieter. Schweinchenrosa. In Schweinchenrosa. Zu Dieter kommen nämlich Leute, die gerne singen und die hoffen, dass er ihnen hilft, einen Beruf darauf zu machen. Dieter reagiert allerdings auf Leute, die schlecht singen, eher aggressiv und abwertend. Eigentlich ist er auch ein Mensch, der gern für andere da ist und er findet es eigentlich gar nicht gut, die niederzumachen. Er will das ändern und möchte in Zukunft in solchen Situationen gelassener bleiben und nichts sagen. Vielleicht will er sogar für die Mühe danken und sagen, ne, es klappt nicht. Das ist sozusagen das Z, wo er gerne hin will. Dieter hat schon mal eingeübt, Daumen und Zeigefinger aneinander zu legen, wenn er wütend wird. Er atmet durch die Nase ein und sagt sich innerlich, halt, ich will nicht abwertend werden, andere Richtung. Dieter hat auch eingeübt, eine kleine kurze Fantasiereise zu einem schönen Familientreffen zu machen. Und das tut er jetzt auch. Er lächelt ein wenig vor sich hin. Übrigens, Dieter hat nach jedem Vorsingen eine kleine Pause gemacht und hat sich bewegt. Er hat auch den ganzen Tag über regelmäßig Wasser getrunken. So, damit konnte er sein Stresslevel insgesamt senken. Jetzt haben wir aber diesen blöden Widerstand, weil er möchte den Kandidaten zu einem gewissen Grad immer noch, wenn die ihn mit ihrem schiefen Gesang quälen, trotzdem noch eins reinwürgen. So, das ist das, was er jetzt gerade natürlich auch bemerkt. So, da steht Dieter also mit dem Widerstand. Er hat natürlich eine gewisse Vision, eine gewisse Idee, warum er das machen will. Er möchte nämlich gerade für seine Kinder ein gutes Vorbild sein. Er möchte nicht abwerten. So. Er macht sich das Ganze aber etwas leichter, indem er sagt, ah, ich muss jetzt nicht total nett und höflich sein, sondern ich darf auch einfach nur sachlich sagen, das klappt hier nicht. Ja, ich will ja auch keine falschen Hoffnungen machen, das wäre ja auch nicht so ganz richtig. Aber total überfreundlich muss ich eigentlich auch nicht sein. So, was sind seine Teilziele? Er will versuchen durchzuatmen, er will nicht rüde unterbrechen, er will sich einfach verabschieden. Das hat er sozusagen für sich aufgeteilt. Und im Privaten hat er diese Situation auch schon mehrfach gemeistert. Wenn Familienmitglieder ihn wütend gemacht haben, hat er bewusst darauf geachtet zu atmen, nicht direkt zu reagieren und die eigene Spannung zu regulieren, indem er seine Finger abwechselnd zum Daumen geführt hat. So. So ein bisschen Hilfe von außen hat er auch. Er hat nämlich einen Mitjuror, dem hat er gesagt, du, achte mal so ein bisschen darauf, wie ich reagiere. Tipp mich mal ein bisschen an, wenn das zu heftig wird. Und du sagst immer zuerst was. Ja, das ist sozusagen die Hilfe, die er sich von außen geholt hat. Dieter sagt sich, dass er das schon hinbekommt. Es geht ja eigentlich auch schnell vorbei. Er hat sich auch schon in seiner Vorbereitung Aussagen zurechtgelegt, die er in so einem Fall sagen will. Sowas wie, na, das hat mich nicht abgeholt oder hat meinen Geschmack nicht getroffen. Er ist darauf vorbereitet, dass der Kandidat enttäuscht den Raum verlässt. Und er weiß, dass er nach dem Gespräch eine kurze, angenehme Rückenübung machen kann. Das ist sozusagen das, wie er über den Widerstand rüberkommen will. So, dementsprechend, Dieter bedankt sich für die Mühe und sagt, dass es bei ihm nicht klappen wird. Er steht auf, gibt dem Kandidaten die Hand und verabschiedet sich. Er sagt sich später, dass er das gut hinbekommen hat. Gut gemacht, Dieter. Das war's mit dieser neuen Form des Videos. Ich hoffe, es hat gefallen. Fairerweise, Musik und Sounds
die frei verfügbar im Internet kursieren, kann man, wenn man sowas selber mal machen will, an der Stelle hier bekommen. Und ich finde es auch anständig, den Leuten, die das betreiben, auch hier sozusagen den Respekt zu zollen. Und das sind die Videos, die diese Thematik auf meinem Kanal schon behandeln. Wenn man das sozusagen in etwas weniger unterhaltsamer Form, eher faktenzentriert nochmal angucken will, kann man das an der Stelle machen. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich hoffe, es war nett und ich sag mal bis zum nächsten Mal.